Künstliche Intelligenz, Internet of Things, Blockchain-Technologie, das sind alles typische Buzzwörter, die man immer mal wieder hört, ohne wirklich zu verstehen, was genau sich dahinter verbirgt. Die Blockchain wird dabei meistens im Zusammenhang mit dem Bitcoin erwähnt. Diese Technologie kann aber noch so viel mehr als nur Kryptowährung. Stell dir eine Welt vor, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben, ihre Träume zu verwirklichen, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. Wenn du wissen willst, wie das funktionieren kann und was genau der Unterschied zwischen Blockchain und Bitcoin ist, dann bist du hier genau richtig. Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem allerersten Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Andy von LightUp und heute erklären wir dir, warum die Blockchain die logische Konsequenz der etwa 200.000-jährigen Geschichte der modernen Menschheit ist und wie wir sie nutzen können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Um all das besser nachvollziehen zu können, haben wir das Video in drei Teile gegliedert. Als erstes schauen wir uns an, warum Vertrauen die Grundlage unserer heutigen Gesellschaft ist. Danach erklären wir dir kurz und knapp die grundlegende Funktionsweise der Blockchain-Technologie. Und wenn wir das verstanden haben, dann schauen wir uns an, was mit dieser Technologie alles möglich ist. Bevor wir verstehen, wie die Blockchain funktioniert, müssen wir verstehen, welche Probleme sie lösen soll. Lass uns dafür kurz ein paar Jahre zurückgehen. Zur Zeit der Jäger und Sammler haben unsere Vorfahren direkt miteinander gehandelt und so ein Gut, wie zum Beispiel Getreide, gegen ein anderes Gut, wie zum Beispiel Fleisch, ausgetauscht. Das hat gut funktioniert, weil wir genau wussten, mit wem wir handeln. Als die Gesellschaft dann komplexer wurde und die Handelsrouten länger und kein direkter Kontakt mehr möglich war, mussten wir andere Wege finden, um Vertrauen zwischen zwei Parteien herzustellen. So haben sich formell Institutionen gebildet, Regierungen, Banken oder Unternehmen. Die Aufgabe dieser Institutionen ist es, Unsicherheiten zwischen zwei Parteien zu verringern und somit einen Wertetransfer innerhalb einer Gesellschaft zu ermöglichen. Um nicht den Überblick zu verlieren, muss jeglicher Wertetransfer, also jegliche Transaktion innerhalb einer Gesellschaft, aufgezeichnet werden. Früher wurde das alles noch per Hand niedergeschrieben, heutzutage gibt es dafür riesige Datenbanken. So weiß deine Bank zum Beispiel jederzeit, wie viel Geld du aktuell besitzt und an wen du Geld in der Vergangenheit geschickt hast. Aber nicht nur Banken besitzen diese Aufzeichnungen. Gerade in Deutschland gibt es zahlreiche Behörden, die die Gültigkeit von Informationen festhalten und bei Bedarf beglaubigen können. Egal ob Führerscheinstelle, Wahlaufzeichnungen oder Notare. All diese Aufzeichnungen dienen quasi als Sicherheitsmechanismus, um zu verhindern, dass Dokumente nachträglich gefälscht werden, eine Person zweimal wählen gehen kann oder du mehr Geld ausgeben kannst, als du eigentlich besitzt. Mit dem Aufkommen des Internets haben wir begonnen, diese zentralen Institutionen in die virtuelle Welt zu verlagern. Digitale Plattformen sind ja im Prinzip auch nichts anderes als Mittelsmänner, die einen Wertetransfer zwischen zwei Parteien ermöglichen. Wenn du deinen nächsten Urlaub planst, dann wirst du höchstwahrscheinlich auf Booking oder Airbnb gezielt nach Unterkünften suchen, die hohe Sternebewertung haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir können uns zwar Bilder anschauen, aber so wirklich wissen, was uns dort erwartet, können wir nicht. Positive Bewertungen von Leuten, die bereits vor Ort waren, stärken unser Vertrauen gegenüber dem Gastgeber und der Unterkunft. Vertrauen ist also tief im menschlichen Wesen verankert. Auch wenn sich die Anwendungsfälle unterscheiden, haben all diese Mittelsmänner, Regierungen, Banken oder Unternehmen, eine Sache gemeinsam. Die Aufzeichnungen, die dabei helfen sollen, Vertrauen zwischen zwei Parteien herzustellen, befinden sich immer an einem zentralen Ort. Es gibt also immer einen sogenannten Single Point of Failure, also ein Bestandteil eines technischen Systems, dessen Ausfall den Ausfall des gesamten Systems nach sich zieht. Das heißt, es gibt immer eine zentrale Instanz, die gehackt, gefälscht oder bestochen werden kann. Auch wenn das in Deutschland jetzt nicht unbedingt so häufig vorkommt, gibt es weltweit gesehen mehr als genügend Negativbeispiele. Immer wieder hört man doch von einem Hackerangriff, bei dem Gelder oder Nutzerdaten geklaut wurden oder von korrupten Regierungen, die ihre Macht ausnutzen. Um diesen Single Point of Failure zu verhindern, würde es doch eigentlich Sinn machen, diese zentralen Instanzen zu entfernen und ähnlich wie bei unseren Vorfahren damals, ein System einzuführen, in dem ein direkter Austausch zwischen zwei Parteien möglich ist. Und genau hier kommt die Blockchain ins Spiel.
Durch die Blockchain ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich, Vertrauen nicht durch politische oder ökonomische Institutionen, sondern durch Technologie herzustellen. Aber was genau ist die Blockchain eigentlich? Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die über die Computer aller Netzwerkteilnehmer gemeinsam verwaltet wird. In dieser Datenbank werden alle Informationen in Datensätzen bzw. Blöcken gespeichert. Durch kryptografische Verfahren wird ein Block mit dem vorherigen Datensatz verknüpft. Es entsteht also im wahrsten Sinne des Wortes eine Kette von Blöcken. Du kannst dir das Ganze wie ein großes Buch vorstellen, in dem eine Seite nach der anderen vollgeschrieben wird. Jede Seite beginnt mit einer Art Zusammenfassung der Seite davor. Wenn du einen Teil der vorherigen Seite änderst, dann musst du also auch die Zusammenfassung auf der aktuellen Seite ändern. Die Seiten sind also wortwörtlich miteinander verknüpft. Jeder Teilnehmer im Netzwerk hat eine identische Kopie dieses Buches auf seinem Computer gespeichert und kann somit jederzeit alle vergangenen Transaktionen der Blockchain einsehen. Wenn ich dir jetzt beispielsweise Geld schicke, dann wird diese Transaktion nicht nur in unseren beiden Büchern, sondern auch in allen anderen Büchern des Netzwerks aufgeschrieben. Diese dezentrale Speicherung von Informationen verhindert, dass Transaktionen nachträglich manipuliert werden können. Um meine Transaktion zu verfälschen, müsste ich diese nicht nur in unseren beiden Büchern, sondern gleichzeitig auch in allen anderen Büchern des Netzwerks rückgängig machen. Aber warum sollten mir die anderen Netzwerkteilnehmer erlauben, einen Eintrag in ihrem Buch zu verändern? Klar, ich könnte sie bestechen. Hier kommt jetzt aber der große Vorteil der Dezentralisierung ins Spiel. Im Gegensatz zu zentralisierten Systemen müsste ich in einem Blockchain-System alle Netzwerkteilnehmer unabhängig davon überzeugen, diese Änderung vorzunehmen. Das ist mit einem so großen Aufwand verbunden, dass die Blockchain als ziemlich bombensicher gilt. Gerade weil die Blockchain niemandem bzw. allen gehört, kann ihr jeder vertrauen. Das war jetzt nur eine vereinfachte Darstellungsweise der Funktionsweise einer Blockchain, um den Rahmen dieses Videos nicht zu sprengen. In der Praxis ist das natürlich etwas komplizierter. Falls du noch mehr über den Sicherheitsmechanismus einer Blockchain wissen willst oder dich fragst, was die sogenannten Miner damit zu tun haben, dann schreib es uns in die Kommentare und wir machen nochmal ein separates Video dazu. Wir haben jetzt also verstanden, dass die Blockchain ein System zur dezentralen Speicherung von Informationen ist. Im letzten Teil des Videos schauen wir uns an, wie diese Technologie dabei helfen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Heutzutage sind Banken als Zwischeninstanzen völlig normal. Weil wir das meiste Geld digital verschieben, gehen wir davon aus, dass das einfach und schnell geht. Was wir dabei jedoch nicht sehen, sind die vielen verschiedenen Mittelsmänner, die den Prozess verlangsamen, verteuern und sich selbst dabei ein Stück vom Kuchen abschneiden. Das Bankensystem ist so kompliziert, dass Transaktionen unter 20 Cent als unprofitabel gelten. Aber gerade ein großer Teil der Menschen arbeitet täglich mit genau solchen Beträgen. Man kann also sagen, dass das heutige Bankensystem ärmere Teile der Weltbevölkerung systematisch ausschließt. Mit Kryptowährungen, die auf der Blockchain basieren, ist es möglich, Geld innerhalb weniger Minuten weltweit und zu deutlich geringeren Kosten zu versenden oder zu empfangen. Und all das ohne eine einzige Bank. Das Einzige, was dafür notwendig ist, ist eine funktionierende Internetverbindung. Dass dieses System wirklich funktioniert, zeigt das Beispiel des Bitcoins. Die Bitcoin-Blockchain ist die längste bestehende Datensatzkette der Welt und verwaltet derzeit einen Gesamtwert von etwa 1 Billion US-Dollar. Aber die Blockchain kann noch so viel mehr als Geldbeträge von A nach B zu überweisen. Denk an unser großes Buch zurück. Es spielt im Prinzip keine Rolle, welche Art von Information auf die einzelnen Seiten geschrieben werden. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Die Öffentlichkeit und Transparenz einer Blockchain machen Betrug und Missbrauch so gut wie unmöglich. Egal ob Eigentumsrechte, Wahlen, digitale Identitäten oder globale Lieferketten, die Blockchain-Technologie könnte hier eine Lösung bieten. Auch im Bereich der dezentralen Applikationen könnte die Blockchain dem ein oder anderen Tech-Konzern Konkurrenz machen. Stell dir ein Airbnb oder ein Uber vor, nur ohne das profitorientierte Unternehmen in der Mitte. Stell dir vor, es gäbe unabhängige und Blockchain-basierte Plattformen, die Menschen und Dienstleistungen miteinander verbinden. Der gesamte Profit würde an die Anbieter gehen und die Nutzer würden von günstigeren Preisen und einem höheren Datenschutz profitieren. Ist das nicht die Definition einer Sharing Economy, die den Namen auch verdient? Wie du siehst, hat die Blockchain ein riesiges Potenzial. Aber bis es wirklich soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen.
Als erstes ist es einmal wichtig zu verstehen, dass Bitcoin nicht gleich Blockchain und Blockchain nicht gleich Bitcoin ist. Kryptowährungen sind nur eine von vielen möglichen Anwendungsfällen der Blockchain. Wir müssen verstehen, wozu diese Technologie überhaupt in der Lage ist und welche Probleme damit gelöst werden können. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir alle Experten im Bereich der Kryptographie oder Softwareentwickler werden müssen. Mit der Zeit werden immer mehr nutzerfreundliche Applikationen auf den Markt kommen, mit denen wir die Blockchain-Technologie verwenden, ohne dass wir es wirklich merken. Das alles ist in etwa mit der Computertechnologie vergleichbar. Hier waren die Menschen damals ebenfalls skeptisch. Wie könnte eine Technologie in jeglichen Berufen eingesetzt werden? Wie könnte eine Technologie die Produktivität steigern? Als sich die anfängliche Skepsis dann gelegt hat und wir die Möglichkeiten dieser neuen Technologien erkannt haben, hat sie sich dann mehr und mehr zu einem zentralen Bestandteil unseres Lebens entwickelt. Oder kannst du dir eine Welt ohne Computer, Smartphones oder Internet heutzutage vorstellen? Ja, die Blockchain muss gewisse Hürden überwinden. Dabei geht es aber weniger darum, ob sie kommt, sondern wann und wie. Das war's auch schon für heute. Aber bevor du gehst, noch eine kleine Bitte. Wir haben selbst gemerkt, dass beim Thema Kryptowährungen viel zu oft über Preise oder Kursverläufe gesprochen wird und viel zu selten über die Technologie oder Anwendungsfälle dahinter. Wir wollen hier mit unserem Kanal etwas Licht ins Dunkle bringen. Die Produktion solcher Videos macht uns wirklich Spaß, ist aber auch eine Menge Arbeit. Wenn du uns unterstützen willst, dann lass ein Like da, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und ganz wichtig, teile das Video mit deinen Freunden und deiner Family. Je mehr positives Feedback wir bekommen, umso motivierter werden wir, weitere Videos zu drehen. Danke für deinen Support und bis zum nächsten Mal bei LightUp.